Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und heute gibt es ein Potara Team Showcase, denn wir haben ja im globalen Dokkan Battle seit neuestem Käfla und wir wissen, Käfla ist die Potara Kategorie Leaderin. Sie gibt der Potara Kategorie Key plus 2 auf HP und F 120%. Aber wir werden sie zum einen erstmal im Global angucken, unter ihrem eigenen Leader, dann noch im JP, ihr Team Showcase quasi. Also es geht mehr oder weniger mehr um das Potara Team, aber Käfla ist natürlich ein Teil davon, deswegen gibt es auch quasi ein Käfla Showcase. Nur in Global ist sie momentan noch bei SA4, in JP aber auf SA10 mit einem Dupe High Star, werden wir mehr von ihr sehen. Worauf ich hinaus wollte im Endeffekt ist, wir werden sie einmal unter ihrem Potara Leader Skill in Global anschauen. Und dann in JP, denn da gibt es einen besseren Potara-Leader, das ist ja Elle Vegito. Dann werden wir sie in JP in einem Team, in einem Potara-Team, in einem besseren Team anschauen. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Alles klar, und zwar sind wir schon mitten in der Stage, nämlich auf der Stage von Super Gogeta Int. So sieht das ganze Team aus, wie gesagt, Käfla ist unser Leader. Als Friend haben wir natürlich auch Käfla genommen, heißt Double 120% Lead, Key plus 4 insgesamt. Und ja, Friend Käfla ist auch leider nur SA1, also nicht so ein hoher SA, aber wir werden dann quasi Käfla an sich mehr in der japanischen Version betrachten, gleich im Anschluss. Vorweg, in Global ist sie quasi die einzige Potara-Kategorie-Leaderin, deswegen kann das Team beispielsweise so bei euch aussehen. Ich habe da einfach meine besten Potara-Kategorie-Charaktere reingestopft. Wir haben Vegito Blue, Super Vegito, Goku Black Rosé und Ele, Goku Black und Zamas. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, wir gucken, wie das ganze Team so funktioniert. Und also primär ist das erstmal ja quasi erstmal ein Potara Team Showcase, wie das ganze Team funktioniert. Und in Global müssen wir uns ehrlich sein, dass Käfla an einer Stelle ist, wo man sie eher rausrotiert, weil sie nur quasi der Leader ist. Ähnlich wie mit Uigoku der Fall, weil sie noch beide kein Awakening haben und es beide noch ein bisschen fehlt an gewissen Output. An gewisser Stärke, da sind die anderen Charaktere deutlich besser dabei. Aber wir werden dann quasi in der japanischen Version deutlich besser sehen, was Käfla drauf hat. Denn dort ist sie bei mir auf SA10 und hat einen Dupe. Aber ob so oder so, denke ich, wir werden in den Teams überhaupt keine Probleme haben mit dem Team in den Events. Zumal ich auch darauf hoffe, dass viele physisch Orbs auf dem Feld liegen. Denn wir wissen, hier tun das... Oh! Ich wollte eigentlich Käfla geben. Ne, ich wollte gerade nämlich darauf hinaus, dass wir wissen, dass Käflas Passive so funktioniert, dass sie Int-Orb in physisch umändert und pro physisch Orb, den sie bekommt, bekommt sie auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Zudem hat sie eine Medium-Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen, sei es Auto-Attack oder Ultis, und sie macht eine Additional-Attack, was eine Medium-Chance hat, eine Ulti zu sein. Also wir sehen, sie hat auf jeden Fall eine lange Passive. Aber ja, da wollte ich eigentlich die physische Orbs ihr geben, da habe ich mich leider verklickt. Macht nichts. Wie gesagt, in JP werden wir dann mehr auf Käfla selbst achten. Hier geht es mir erstmal ums Team selbst, ums Potara-Team, und wir sehen schon, oh mein Gott, das Team hat es auf jeden Fall in sich. Wir haben 330.000 Leben, mit Leichtigkeit haben wir hier quasi alles auseinandergenommen. Wir merken schon ein bisschen, zum Beispiel hier fehlt Key. Käfla gibt dir nur zweimal Key plus 2, heißt Key plus 4. Und Goku Black und Rosé würden eigentlich 4 Key fehlen bis zur Ulti, bis zur ersten Ulti. Und da Käfla leider nicht Key plus 3 gibt, fehlen ihm hier dann leider 6 Key statt 4. Ne? Und das ist schon, das merkt man auf jeden Fall. Wenn die Orbs nicht richtig liegen, wie jetzt zum Beispiel, dann kommt er nicht auf seine Ulti. Aber das ist nicht so schlimm, denn an sich linken sich eigentlich gut. Ja, Ele Goku Black und Zamasu bringen wir natürlich in die Rotation mit Rosé oder Goku Black in dem Fall. Und genau. Stichpunkt Rotationen, falls ihr nicht wisst, was ich immer meine, ey, ich lasse den in der Rotation, ich würde den rausrotieren, das ist ein Rotationscharakter. Ich habe dazu gestern ein Video rausgehauen, das könnt ihr euch gerne anschauen, da gehe ich drauf ein. Das Video heißt, was sind Rotationen und wie funktionieren sie. Ich habe auch neue Playlists erstellt, dass es ein bisschen übersichtlicher ist für euch. Also ich habe sie quasi kategorisiert in Summons, Guides etc. etc. Und da könnt ihr mal gerne in den Guides nachschauen, denn dort findet ihr das. Dann unter anderem das Thema zu den Kategorien. Sorry, zu den Rotationen, aber zu Kategorien gibt es auch natürlich ein Video und Guide. Bevor ich mich hier zu sehr verplapper, schauen wir mal an, wie die Runde funktioniert. Und ey, wir sind im Dokkan-Event. Ja, wir sind im Dokkan-Event und wir haben bis jetzt überhaupt keine Probleme. Man sollte es nicht unterschätzen. Ja, Super Gogeta Dokkan-Event ist nicht allzu leicht. Natürlich, wenn man ein Team hat, quasi ein Team, dann macht man das easy mit Leichtigkeit. Aber ey, wir machen das nicht nur mit Leichtigkeit, wir haben dauernd Full HP. Ich klicke ein, zwei Mal auf die Buttons und schon sind wir hier durch. Das gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt schon.
Nice. So, und was geht bei Kefla jetzt? Jetzt können wir mal sie betrachten. SC4, wie gesagt, ist meine... Wir haben ein bisschen physisch ausbekommen, so viel waren es nicht. Wie viel Schaden macht sie denn noch? 135, ja, das ist nicht viel, das ist nicht viel. Da gebe ich euch recht. Aber wie gesagt, SA4 nicht allzu ernst nehmen, ihr Schaden. Gleich im Anschluss werden wir dann mehr von ihr sehen. Und ja, super Video, du solltest ihn hier wegkontern. Und dann sollte das Ganze auch vorüber sein. Und dann hoppen wir gleich ins japanische Dokkan Battle, machen das Event dann umgekehrt von Janemba mit einem Potara-Team von LL Vegito. Ja, LL Vegito hat den besseren Boost. Und bis dato ist in Global Kefla die Potara-Leaderin. Bis dann auch natürlich LL Vegito zu uns kommt. Das wird Anfang Juli der Fall sein zu unserem 3-jährigen Jubiläum. Aber bis jetzt macht sich auch das Team auf jeden Fall erste Sahne, würde ich auf jeden Fall sagen. Gut, aber wir switchen mal kurz ins japanische Dokkan Battle. Gut, und dann sind wir auch schon in der japanischen Version. Ich habe zwar gesagt, wir werden in das Janemba Event reingehen, aber Janemba dodged ja die ganze Zeit. Ich habe es gerade versucht, aber das war nichts, denn... Wir sind jetzt wieder beim Super Gogeta Event, denn ich wollte auf jeden Fall hier, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf Kefla selbst legen, denn sie ist in der japanischen Version bei mir auf SA10, hat Level 9 Crit und Level 8 Additional Attack und wir sind im Leader von LL Vegito, heißt an der Stelle Potara Charaktere bekommen Ki plus 3 auf HP und Attack 170% und auf die Verteidigung 130% oder Int Charaktere bekommen Ki plus 3 auf 4 Attributen 90%. Das Ganze sieht dann hier, wie gesagt, ein bisschen anders aus in der japanischen Version. Ich habe auch Nuke-Items mitgenommen, um dann beim Int-Gogeta mit Kefla mal zu nuken und zu sehen, was für einen Schaden sie da raushaut. Aber dann würde ich sagen, wir legen ohne weiteres mal los und schau mal ein bisschen. Schau mal ein bisschen, dass die Charaktere überleben, dass wir sie nicht alle one-shotten, damit Kefla hier mehr von sich zeigt. Aber ich glaube, die sind an der Stelle unstoppable. Anyways, Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, was wir treiben, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr auch neu hier seid, würde ich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und das Ganze unterstützt. So. Ja, also, ja. 1,5 Millionen. Ist GG. Also, ihr seht schon, der Leader-Skill fällt hier deutlich besser aus. Natürlich ist kein Unterschied zu dem, zu Kefla-Leader-Skill noch. Vielleicht wird es ja noch, wenn sie ein Awakening bekommt, besser. Darauf hoffen wir alle. Selbes gilt für Uigoku. Aber es ist an der Stelle ein anderes Thema. Und hier haben wir sehr viele schöne Physisch-Orbs. Die sammeln wir alle mal ein, denn wir wissen, pro Physisch-Orb, den Kefla einsammelt, bekommt sie Attack und F 10%. Und jetzt sind wir momentan bei 146.000 Angriff und 44.000 Verteidigung. Nice. Schauen wir mal. Also einstecken wird sie auf jeden Fall gut, aber wie viel wird sie auszahlen? Let's go. Wenn sie natürlich was einsteckt. Sie kann ja noch dodgen, das haben wir vergessen. 34.000 von der Ulti, sehr, sehr gut. 792.000, okay. Wenn das ein Crit wird, könnten es die 1 Million knacken, da bin ich mir sicher. Kefla, kein Crit leider, aber 560.000, 75.000. Nice, nicht schlecht. Sehr gut. Natürlich bin ich dann gespannt, wie das Ganze mit dem Nuke aussehen wird. Das machen wir aber dann erst gegen Super Gogeta. Deswegen können wir das Ganze hier mal schnell beiseite schieben. Die nächsten zwei Runden. Und uns dann darauf konzentrieren, dass wir dann bei Super Gogeta alles richtig machen. So. Fusion Samas. Natürlich gehört er auch zur Potara-Kategorie, genau wie Rosé und Goku Black. Es sind quasi die Potara-Ohrring-Träger. Dazu gehören auch die Kaioshins und auch Zamasu zum Beispiel, unter anderem. Und sehr cool. Den hätten wir auch besiegt an der Stelle. Und jetzt haben wir wieder Kefra drin. Wie machen wir das Ganze? Wir machen das so. Die Runde will ich schnell hinter mich bringen, dann kommen wir zum... Okay, dann kommen wir zum Int. Int Super Gogeta. Aber warum habe ich kurz okay gesagt? Denn jetzt haben wir mit Kefla keinerlei physisch Orb eingesammelt. Heißt, wir haben keinerlei Boost auf weder auf Angriff noch Verteidigung. Schauen wir mal, wie quasi dann ihr Nullschaden ist, ihr Neutralschaden ist. An der Stelle so gesehen. Also ihr Schaden, wenn sie keinen Boost hat. Durch ihre Passive. Fast 300.000. Gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Gar nicht mal so schlecht. Müsst ihr überlegen, wir haben gar kein physisch Orb eingesammelt. Heißt, sie hatte auf Angriff und Verteidigung 0% Boost. Sehr gut. So, jetzt sind wir bei Super Gogeta. Und hier muss ich kurz alles richtig machen wegen den Items. Nämlich, ich werde darauf achten, dass sehr, sehr viele Int-Items. Oh, an der Stelle muss ich auch vielleicht aufpassen, dass die Rotation ihn nicht umhaut. Ich werde darauf achten, dass sehr viele Int-Items auf dem Platz sein sollten.
Aber wenn ich die nehme, dann muss ich mit dem physisch einsammeln. Moment, Moment. Aha, okay, stopp, 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 stopp. Wir machen das einmal mit dem so. Dann ende ich erstmal alle gegen Int. Diese Nuke-Items, wie funktionieren sie? Wir haben zum Beispiel gerade gesehen, wir haben hier quasi das mit dem Int-Orbs angewandt. Hier ist das Symbol für die Int, diesen Int-Typus. Und heißt, der Int-Typus hat einen Typen-Nachteil gegen physisch, deswegen ändert es physisch Orbs in Int-Orbs. So funktioniert das Ganze. Hier würde man Agility in Red ändern und so weiter und so fort. Genau. Heißt an der Stelle, mit Rosé sammeln wir mal die Tech-Ops da. Die Tech-Ops können wir eigentlich. Tech-Ops können wir wegmachen, die brauchen wir an der Stelle nicht richtig, genau. Oh, das sind sehr viele Int-Orbs, das ist sehr, sehr gut. Oh. Aber wir müssen auch darauf hoffen, dass jetzt, dass die Rotation hier nicht one-shottet, ja, das Team. Ich hoffe es, aber kann wirklich gut sein. Okay, gut, der hat nicht so viel Schaden gemacht. Samas, okay, hat Typ nach. Okay, das sollte reichen, das sollte passen. Da sollten wir keine Probleme haben, hoffentlich. Also, er sollte es überleben. Um es kurz zu fassen, damit mit Kevlar reinkommen und sie dann nuken kann, was das Zeug hält. Let's go. So. Es sei denn, der krittet hier alles weg. Nee, okay, perfekt, 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 perfekt. Gut, jetzt haben wir Kevlar drin. Und zwar bekommt sie auch ihr. Boah, seht ihr, da haben wir sehr schöne Orbs. Bekommt sie auch ihr Super Saiyan Linkskill an der Stelle. Wir ändern noch alle. Moment, Moment. Alle Agility hat es nur eins. Egal, Agility in Red erstmal. Agility in Red. Dann ändern wir alle Red in physisch. Und dann haben wir wirklich fast das ganze Feld mit physisch Orbs. Fast das ganze Feld, richtig. Nice. Jetzt bin ich gespannt, wie sie, was für einen Schaden sie hier raushauen wird. Ihr Angriff ist gestiegen, ja, 241.000. Sie hat mehr Angriff als LL Vegito an der Stelle. Mit dem Boost. Nice. Und 73.000 Verteidigung. Geil, 241.734 tatsächlich. Und Vegito hat hier an der Stelle 164.937. Cool. Das freut mich jetzt zu sehen, wie sie hier einschlagen wird. Let's go. Wenn da noch ein Crit fliegt, wäre es umso besser. Also, an der Stelle auch Nuke mit Kevlar, ihr Dodge, okay. 1 Million, nice. 1 Million Attack Stats. Und. Ah, schade, leider kein Crit. Wer ist ein Crit? Kurita ist tanky. Wer ist ein Crit, wäre es die Million gewesen. Schade, schade. Egal, ihr Angriffsstat dabei 1 Million. Sehr cool. Also, ihr dürft das nicht unterschätzen. Ja, ich habe auch natürlich mit 1 Million gerechnet. Aber, Kurita ist immens tanky an der Stelle. Auch wenn wir Typen-Nachteil haben. Wäre es ein Crit, wäre es auf jeden Fall 1 Million geworden. Schade, egal. Ja gut, der Dude hat, ist ja noch ganz überlebt. Wir bringen das dann Ganze zu Ende mit Vegito Blue an der Stelle. Ich hoffe, das Showcase hat euch dann auch gefallen, ja. Im Global natürlich erstmal das ganze Team betrachtet. Protara-Team an sich. Wie das ganze Team agiert. Mit einem Ki plus 2, 120% Boost. Und in der japanischen Version haben wir dann das Ganze angeschaut, wie Kefla, beziehungsweise haben wir bisschen mehr Augenmerk auf Kevlar gelegt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ja. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.